Solange wir in Abschnitten und Begrenzungen denken, sehen wir auch den Tod als das Ende unseres Lebens. Aber diese Weltsicht hält uns eng und macht uns ängstlich. Aber was wäre, wenn alles zeitgleich und im selben Raum geschieht und es den Tod oder das Leben gar nicht gäbe, sondern einfach nur Schöpfung? Reine kreative Schöpfung. Diese Erkenntnis würde alles verändern. Aber wie gelangen wir dorthin? Welche Erfahrung braucht es, damit wir uns als reines Bewusstsein erfahren? Der Tod als Chance. Nach dem Tod ist vor dem Tod. Nutze jetzt die Gelegenheit für ein glückliches und erfülltes Leben. Hier bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Joe Meinberg. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Hallo. Du strahlst so schön. Du machst einen glücklichen Eindruck. Ja, mir geht's gut. Das ist so ein spannender Raum gerade. Immer wenn wir zusammenfinden, öffnet sich hier so eine Kugel, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Tod ist schon so ein Thema, ne, in dem wir uns immer wieder treffen und das auch unfassbar viele Dimensionen in sich vereint. Kann man das so sagen? Absolut. Und vor allem für die Leute erstmal vielleicht auch widersprüchlich. Nach dem Tod ist vor dem Tod. Es kann eigentlich nicht sein. Also es ist ein Widerspruch, weil der Tod ist ja was Endgültiges. Wie kann ich denn was Endgültiges, wie kann das auf einmal vorher kommen? Das kann doch gar nicht funktionieren. Aus unserer Sichtweise gibt es erst das Leben, das ist der erste Abschnitt, und dann gibt es den Tod, den zweiten Abschnitt. Das heißt, wir haben uns selber eine Grenze gezogen, eine Mauer hochgezogen, die es aber in Wirklichkeit gar nicht gibt. Machen wir einfach einen einfachen Vergleich. Wenn wir jetzt so tun würden, als wären wir in einem Raumschiff und wir sind im schöpferischen Universum. Irgendwo sehen wir die Erde. Da sehen wir keine Grenze. Alles im Universum fließt. Alles ist Licht. Alles ist in Bewegung. Also wenn du jetzt im Universum aus dem Raumschiff sagen würdest, ziehst du da eine Grenze? Nein, die wäre gar nicht vorhanden. Das heißt, die Grenze ist unsere Grenze. Unsere Grenze, die wir oder die unser Leben bestimmt und wo wir verstehen müssen, dass wir einfach auch limitiert sind erstmal. Das ist nichts Negatives. Grundsätzlich haben wir nicht alle Fähigkeiten. Man würde das sogar im Tierreich sehen. Es gibt ganz viele Tiere, die mehr können als wir. Ein Hund kann Meter tief riechen. Ein Adler kann über Kilometer sehen. Eine Raubkatze kann in der Nacht schauen. Also die können mit ihren Sinnen viel mehr als wir können. Eine Fledermaus hat ganz andere Frequenzwahrnehmungen als wir. Und das heißt, wir sind limitiert. Und wenn man das verstanden hat, dann ist das nichts Negatives, sondern dann kann uns das helfen, im Alltag zurechtzukommen, indem wir eine Zielsetzung für uns haben, dass wir uns erhöhen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, gut, ich bin halt limitiert, das ist so, Ende aus, und da ist die Mauer, die ich hochziehe, auch Ende aus. Oder ich sage, nein, ich möchte mir einen neuen Raum erschaffen. Ich möchte mich erhöhen. Und das ist, worum es geht. Ja, weil wir uns den Raum nach dem Tod letztendlich nicht so bewusst erschaffen können. Also wir denken zwischen Geburt und wie wir hier rausgehen aus der Erfahrung in diesem Körper. Das ist ja offensichtlich, dass das im Grunde die Welt der Formen ist, die sich irgendwann früher oder später auflöst. Also viele sprechen von der Illusion dieser Erfahrungsebene. Aber das ist ja auch im Geiste bei uns so. Das heißt, wir können über diese Grenze nicht hinaus, also müssen wir in eine höhere Ebene. Und das ist so gewollt. Das ist so gewollt, und man muss aber erstmal verstehen, wie der Geist auch funktioniert. Also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Der Geist, sagen wir einfach mal, vergleichen wir ihn mit einem Muskel. Der ist erstmal ganz entspannt und ganz zufrieden und hat überhaupt gar kein Problem. Wenn jetzt aber Dinge passieren, die nicht im Einklang mit mir sind, dann verkrampft sich dieser Muskel. Das macht einmal nichts aus. Das macht vielleicht auch zwei, dreimal nichts aus. Aber das macht nach Monaten und Jahren sehr viel aus. Dann habe ich tatsächlich von der geistigen Sicht aus eine Verkrampfung, die dann auf Seele und auf meinen Körper sich niederschlägt.
Auf einmal kann es sein, dass ich an Dingen erkranke, dass ich Symptome habe, die ich vorher nie habe, dass ich einen Reizdarm habe, dass ich Stoffwechselprobleme, Herz-Kreislauf-Probleme habe, die es vorher nicht gab, oder Allergien. Warum? Weil mein Geist nicht in der Entspannung ist. Ich bin also eigentlich für mich verantwortlich, dafür zu sorgen, dass mein Geist wieder entspannt, dass er wieder in diesen relaxten Zustand kommt. Denn in diesem relaxten Zustand kann vieles sein, da erhöhe ich mich und da kann alles sein. Die Indianer zum Beispiel, die Schamanen, Medizinmänner haben das gemacht, mit Hilfe von Drogen, dass sie sich in einen ganz anderen Bewusstseinszustand gebracht haben. Und dann konnten sie auf einmal über die Mauer hinaussehen. Sie konnten Dinge sehen im Hier, im Jetzt, in der Zukunft, in der Vergangenheit. Und es war für das indianische Volk lebenswichtig. Weil der Schamane hat bestimmt, ob hier an diesem Platz überwintert wird oder nicht. Oder er hat gesagt, nein, ich sehe eine Wetterkatastrophe, die hier kommt. Wenn wir hier bleiben, werden wir alle sterben. Wir werden erfrieren. Oder er hat gesagt, dieser Platz ist gut, weil hier werden die Büffelherden vorbeiziehen. Wenn er sich getäuscht hat, sind viele Indianer verhungert. Wie haben die das gemacht? Das kann ich mal hier mit einem Beispiel ganz einfach skizzieren. Also mit Pflanzen oder was? Mit also, Pflanzen. Also mit Hilfe von Pflanzenkraft. Heilpflanzen, die hochschwingend sind. Also nicht genau. Mit Drogen. ja, hochschwingend. Ja, die haben natürlich schon das Pfeilgift Curare genommen. Genau. Solchen Dingen haben die schon gearbeitet. Und die haben eine andere Theorie gehabt, als wir sie haben. Also wir haben ja die kürzeste Verbindung zwischen zwei Strecken. Das lernt man in der Schule, ist die Gerade. Der Indianer sagt, nein, die kürzeste Verbindung ist eine Welle. Wenn ich dir ein Stück Seil gebe und ich halte am anderen Ende fest und ich mache hier eine Bewegung, die ganz kleine, nimmst du die augenblicklich wahr und es ist eine Welle. Wenn du die gleiche Bewegung an dem Seilende machst, ergibt es die andere Welle. Und in dieser Welle kannst du alles sein. Ich bin jetzt der Schamane hier. Hier kann ich gleichzeitig der Vater sein. Ich kann die Schwester sein. Ich kann die Mutter sein. Ich kann heute sein. Ich kann Zukunft sein. Und dieses Symbol kennen wir alle. Das ist das Symbol der Unendlichkeit. Das heißt, diese kleinen Kreuzchen sind das Potenzial, was wir sein Ganz können. Ganz genau. Das können wir alles sein. Und dann ist er zurückgekommen und hat gesagt, jawohl, ich habe gesehen, dass die Büffel hier vorbeiziehen oder ich habe gesehen, die ziehen hier nicht vorbei. So, und das war für die Indianer selbstverständlich. Heute würde es kein Mensch akzeptieren, wenn einer sagt, ich kann nach vorne schauen, in die Zukunft, ich kann auch in die Vergangenheit schauen und ich bin alles. Ich bin aber auch die Mutter, ich bin auch der Vater, ich bin der Sohn, ich bin der Bruder. Das war im schamanischen, indianischen Wissen völlig normal. Und was wir daraus ziehen können, ist, dass wir uns selber Räume erschaffen, in denen wir glücklich sind. Nehmen wir das Beispiel einer Beziehung. Wie viele Menschen sind jeden Tag in einer Beziehung, die sie nicht erfüllt? Wo sie Lebenszeit, Lebensenergie, Lebenskraft verlieren? Wo sie sich vielleicht bei Dritten beklagen und sagen, Mensch, diese Beziehung mit ihm oder mit ihr nährt mich nicht mehr, das gibt mir nichts mehr, da ist nichts mehr. Und man hat selber als Mensch das Gefühl, das ist ein Konflikt dann in der Beziehung zwischen mir und dem Partner oder der Partnerin. Aber das stimmt gar nicht. Das ist mein Konflikt. Ich habe mir diese Beziehung erschaffen. Ich habe mir diesen Raum erschaffen. Irgendwas hat mich getriggert. Drum habe ich dem Partner, der Partnerin zu dieser Beziehung Ja gesagt. Wenn dann aus irgendeinem Grund, Beziehung ist ja auch immer Transformation. Das ist ja kein Gebilde, das einmal starr ist, sondern es ist Transformation. Wenn ich innerhalb der Transformation feststelle, dass mein Gegenüber nicht mitgeht, aus welchem Grund auch immer, das muss man gar nicht bewerten, dann ist es doch viel einfacher, den Raum zu verlassen und einen neuen Raum zu kreieren. Denn es hält mich ja nichts an der Beziehung. Das sind keine Ketten. Eine Beziehung ist, und das muss man sich einfach mal so dann auch bewusst machen, ein schwebender Zustand. Da ist nichts, wo ich sagen kann, da hält mich die Kette zurück.
man denkt immer, dass es Ketten gibt, ob das die Kinder sind beispielsweise, ob das das gemeinsame Haus, die gemeinsame Wohnung oder was auch immer ist. Aber es gibt keine Ketten. Also ich könnte rausgehen und kann sagen, ich erschaffe mir jetzt einen neuen Raum. Mhm. Ein Raum, der mich nährt, ein Raum, wo ich das Gefühl habe, dass ich wieder ich sein kann, wo ich auch meinen eigenen Wert wieder spüre und sehe. Vorausgesetzt, man hat erkannt, warum man das angezogen hat, warum vielleicht auch das Gegenüber nicht so sich verhält, wie man selbst verhält, ist ja auch wieder eine Chance der Introspektion. Warum will ich denn unbedingt, dass der sich anders verhält? Ja? Also wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wenn man sich irgendwann nicht mehr der Liebe kommt, dann kann man ja rausgehen. Aber ist es nicht eigentlich so, wie wir es vorhin gesagt haben, dass wir eine höhere Ebene finden und nicht in diesen Begrenzungen denken? Gut, das muss man natürlich dazu sagen, das Ganze ist ein Prozess. Mhm. Es gibt ganz viele Menschen, die einem immer verkaufen, dass sowas ganz schnell und easy geht. Also überhaupt kein Problem, erkenne dich selber, du musst positiv denken, alles positive Gefühle und dann klappt alles. Da wäre ja jeder buddhistische Mönch mit den Kopfschütteln würde sagen, ja klar, genau deshalb sind wir jetzt schon 20 Jahre im Kloster, weil es ja mit einem Satz geht. Es geht nicht mit einem Satz. Ich muss tatsächlich, was du gesagt hast, ich muss in die Reflexion gehen. Ich muss täglich hinterfragen und ich muss mich hinterfragen. Und ich muss mich ehrlich hinterfragen. Also, warum bin ich noch in dieser Beziehung? Was gibt mir der Partner? Was gibt mir die Partnerin noch? Oder was ist der Punkt, was mich stört? Aber die Frage muss auf mich gerichtet sein. Mhm. Ich muss mit mir arbeiten und ich muss erkennen, was mich tatsächlich noch triggert oder was mich hält oder wo ich sage, da geht mein Ego nicht mit oder wo ich auch merke, dass meine Kindheit mich einholt, meine Erziehung, meine Eltern. Welche Anteile sind das? Das sind Prozesse. Da gibt es keine schnelle Lösung von jetzt auf gleich. Also jeder, der sagt, komm hier, lies mal ein Buch, morgen kannst du wachsen in deinem Bewusstsein. Das wird so nicht funktionieren. Na, ich würde aber da ein bisschen Einspruch erheben gerade, ja. Weil du hast eine Nahtoderfahrung gehabt und du warst schon tot, sag ich jetzt mal, und bist in den Neuanfang gekommen oder zurückgekommen, ist ja dasselbe jetzt in deinem Fall. Aber da gab es ja eine absolute, alles verändernde Erfahrung. Und in dem Moment bist du ja im Grunde nicht in einem langen Prozess. Du kommst zurück und bist zwar am Integrieren der Erfahrung, aber das ändert augenblicklich bis auf Zellebene dein ganzes Sein. Das heißt, dann hast du doch eine bestimmte Prozessebene, dass es muss lange dauern, überwunden. Völlig richtig. Das, es muss, also, oder es dauert in der Regel länger, ist der Normalfall. Ah, okay. Mhm. Es gibt aber natürlich Ausnahmen. Also eine Ausnahme, ganz normale Art, ist eine Krankheit, eine schwere Krankheit. Du kannst heute jeden Tag in die Arbeit gehen und sagen, das muss so sein, es geht nicht anders, ich muss die Miete zahlen, ich muss klarkommen im Leben und. Gehst du zum Arzt und der stellt eine schwere Krankheit bei dir fest, dann weißt du, von einer Sekunde auf die andere hat nichts mehr eine Bedeutung. Mhm. Auf einmal wird alles neu geordnet. So. Mhm. Oder in meinem Fall war es ja so, durch diese Todeserfahrung, also ich sage nicht Nahtod, weil Nahtod ist ja immer nahe am Tod, wie das Wort schon sagt, sondern bei mir waren die Vitalwerte auf Null, das heißt kein Herz mehr und keine Sauerstoffversorgung mehr im Gehirn und das 20 Minuten. Das ist eine Todeserfahrung. Und das ist also auch eine Extremerfahrung. Also wir reden jetzt in beiden Fällen, wie mit der Krankheit oder wie mit der Todeserfahrung, von Extremerfahrungen. Extremerfahrungen sind immer in der Lage, etwas sofort zu verändern. Ist das die biochemische Ausschüttung, die da passiert? Dieses komplette Paradigmenwechsel, was da alles verändert? Was ist es in Wirklichkeit? Ich glaube, dass wir in der Lage sind, mehr zu sehen, als wir glauben, sehen zu können. Wir müssen nur einen Grund haben, eine neue Sichtweise für uns oder eine neue Brille auszuprobieren. Ich vergleiche das mal mit dem Optiker. Wenn man zum Optiker geht und so einen Sehtest macht, da kriegt man doch immer so Zylinder rein. Siehst du noch schärfer? Ist es so besser oder so? Man kann alles verändern. Man braucht meistens einen Anlass dazu. Und das kann entweder ein smoother Anlass sein, also der kann langsam sein, dieser Anlass, dieser Prozess, oder kann eben auch durch Schockelemente extrem sein. Und dann kann er auch zeitlich sehr reduziert sein.
Warum haben jetzt vermehrt Menschen solche Erfahrungen oder hört man einfach nur mehr davon und trauen sich jetzt mehr Menschen darüber zu sprechen? Also ich glaube, dass in unserem Bewusstsein es so ist, wenn wir etwas gehört haben, wenn es in unser Bewusstsein gedrungen ist, dann haben wir auch eine andere Aufmerksamkeit. Also ich sage jetzt mal nur ein einfaches Beispiel. Du bildest dir eine bestimmte Jacke ein, wo du sagst, ich glaube, kommt der Frühling, heute ist grün in, ich glaube, grüne Jacken sind in. In dem Moment, wo du das ausgesprochen hast und das in deinem Bewusstsein ist und du gehst durch die Stadt, siehst du auf einmal ständig Menschen mit grünen Jacken. Die waren auch vorher da, du hast sie vorher nicht gesehen. Und auf einmal denkst du, es gibt alle laufen sie mit grün rum. Ja? Weil es dann dein Thema ist. Dann ist es dein Thema. Du hast es in dir, in deinem Bewusstsein aufgenommen und hast es in dir dann auch ausgesprochen, entweder leise oder laut. Ja? Und dann verändert sich sofort die Wirklichkeit. Also du hast eingangs ja gesagt, diese Begrenzung, ne? Ja, in Abschnitten denken. Also wir denken in Zeitgefügen. Ja, so. Aber in Wirklichkeit ist doch der Hauptabschnitt Leben und Tod. Und in dem jede Angst, die wir haben, ist doch auf der Angst vor dem Tod begründet. Kann man das so sagen? Ja. Es ist der Tod ist mit Sicherheit die stärkste Angst, wo wir normalerweise keine Möglichkeit haben, hinter diesen Vorhang zu blicken. Wir haben viele Vermutungen. Oder die meisten Menschen haben Vermutungen, was danach kommt. Ob das jetzt Religion mit der Religion zu tun hat, dass einer sagt, nach meinem Glauben ist es so oder so. Egal wie. Aber de facto, für die meisten Menschen bleibt der Tod ein Rätsel. Und je nachdem, jetzt sind wir wieder bei dem Bewusstsein, was in meinem Bewusstsein gespeichert ist, kann ich damit freier oder weniger frei umgehen. Ich sage jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, einfach nur, um es zu verstehen. Wenn ich heute ein Kind bin und ich fahre mit meinen Eltern ans Meer, dann werde ich unglaublich viel Spaß haben, ins erste Mal in die Wellen reinzugehen, im Meer zu baden und ich bin einfach nur glücklich. Wenn ich dummerweise vorher mir irgendwelche Dinge ins Bewusstsein geholt habe, indem ich mir irgendeinen Horrorfilm wie Der weiße Hai angeschaut habe, dann tauche ich nicht mehr glücklich ins Meer ein, weil ich auf einmal das Gefühl habe, da könnte ich auch ein Hai rumschwimmen, der mich frisst. So, und das Gleiche habe ich mit dem Tod. Wenn ich viele Dinge gesehen habe und in meinem Bewusstsein habe, ob das jetzt Verwandte, Bekannte sind, die sagen, Mensch, der oder die, das war ganz schlimm, wie die gestorben ist, die hat so gelitten, die hat wochenlang gelitten, tagelang gelitten, dann manifestiert sich das bei dir drin, wenn das immer mehrere Leute sagen. Und irgendwann ist der Tod was ganz Schreckliches. Das muss mit Leiden zu tun haben. Das muss mit Schmerz zu tun haben. Und dann will man dem entrinnen. Keiner will freiwillig irgendwie in eine Situation kommen, die so extrem schmerzhaft ist. Im Grunde ist der Tod dann die Geburt. So wie in einem Transformationsprozess nach jeder Krise, wo man das Gefühl hat, man hat seine Identität jetzt irgendwie, die alte abgestreift, man wird neu geboren. Ist ja immer wieder neu. Ist es auf der Ebene der Erfahrung unseres Körpers und menschlichen Zeitabschnittes, den wir hier sind, auch so. Das heißt, der Tod selbst ist die eigentliche Geburt. Der Tod, ich würde sagen, der Tod ist wieder ein neuer Abschnitt. Da endet nichts. Es ist wie ein Fluss. Wenn ich am Fluss stehe, der Fluss hat keinen Anfang und kein Ende. Er fließt einfach. Und alles, was wir denken, wo da irgendeine Grenze sein muss, das ist nur in unserem Kopf. Die existiert faktisch nicht. Kein Mensch auf diesem Planeten kann diese Grenze beweisen oder sichtbar machen. Und sie ist trotzdem bei den meisten Menschen im Kopf drin. Gut, aber die ist, weil wir physisch orientiert schauen. Wir sind in der Welt der Formen. Also wenn ein geliebter Mensch vor mir dahin geht. Nehmen wir jetzt mal an, im Horrorszenario. Ja. Der liegt da jetzt nicht und wird abgeholt, sondern der liegt da jetzt mal 5 Monate vor dir und du guckst wirklich mal zu, wie er sich zersetzt. Es ist offensichtlich, dass sich ein menschliches, körperliches Gewebe zersetzt irgendwann und die komplette Form sich auflöst, wie vom Winde weggepustet. Ja? Was dann als härtestes überbleibt, ist ja dann das Skelett und das, ne, der Kopf, der Schädel, so wie man es kennt in der Symbolik. Irgendwann ist auch das weg. Fakt ist, auf der Ebene lassen wir los und kommen aber auf die Ebene in der Form nicht zurück. Das müssen wir akzeptieren, dass nichts zweimal gleichzeitig so in der perfekten, also dass es
wie sagt man, 1:1 ich nochmal komme, genau, jetzt. Genau. Sondern es geht um diese Veränderung. Keine Blaupause, in sich. Genau. Ja, aber es ist ein Fakt. Ja. Den müssen wir akzeptieren, oder? Dass wir einfach Lebewohl sagen, damit Neues entstehen kann. Ja, gut. Lebewohl wäre ja ein Abschied. Lebewohl. Also erstens bei diesem Beispiel mit, wenn du zuschaust, wie jemand über Monate stirbt, dann muss man erstmal sehen, das ist die Situation der Person, die da liegt. Mhm. Das ist nicht deine Situation. Nee, genau. Das ist die Situation der Person, die da liegt. So, du beobachtest sie. Und wenn wir verstanden haben, dass im Jenseits alles, was der Schöpfer macht, das Universum, das ist alles Licht, es kann alles sein. Es kann in einem Augenblick, kann alles gewendet werden, es kann alles gedreht werden. Es gibt überhaupt gar keine Grenzen, es gibt noch nicht mal Gesetze. Was wir von dem Schöpfer bekommen haben, ist der freie Wille. Wir können uns verändern. Das ist ein ganz großer Vorteil, den wir haben. Wir können mit unserem Bewusstsein arbeiten. Das ist so gewollt. Aber es gibt keine Endgültigkeit in irgendeiner Form. Das ist schon wieder irgendeine Grenze, die nicht existiert. Wenn der Schöpfer will, dass wir morgen wieder auf diesem Planeten sind, oder diese Dame, von der du jetzt gesprochen hast, dann wird die morgen als Kind wiedergeboren. Genau. Ja, und wenn der Schöpfer der Meinung ist, als Beispiel, in diesem Körper, dann wird sie in diesem Körper eben wiedergeboren. Ja, die Form, aber weißt du, ich habe die Erfahrung auch gemacht, persönlich, wenn ich auf etwas schaue und meine Aufmerksamkeit drauf richte, wird es größer, ja? Ob es ein Problem ist oder was Schönes ist, es wird größer und gedeiht und wächst und ist praktisch meine Schöpfung, die ich liebe, ja? Unbewusst oder bewusst, meine Schöpfung. So ist das ja auch mit uns selbst. Sind wir selbst von uns selbst erschaffen als Schöpfer? Als Idee, Joe, als Idee, Peggy? Also ich glaube, dass wir Teil der Schöpfer sind und der schöpferischen Energie. Ich würde jetzt, könnte man darüber diskutieren, sind wir dann auch Schöpfer automatisch? In einer gewissen Form ja. In einer gewissen Form muss ich sagen, sind wir auch automatisch Schöpfer. In jedem Fall fließt in uns und bestimmt uns die schöpferische Energie. Also das heißt, es geht um den ewigen Wandel, der ist beständig und den gilt es einfach auch in allem auch zu verstehen. Und das können wir doch eigentlich hier, während wir scheinbar lebendig sind, üben und auch in der Natur beobachten, dass die Dinge nur ihre Form verwandeln. Es gibt einen Frühling, es gibt einen Sommer, es gibt einen Herbst. Also wir können doch eigentlich diese Prozesse überall beobachten. Warum reicht es nicht, dass das uns die Angst vor dem Tod nimmt? Weil wir, wie bei einem Instrument, wenn wir anfangen, ein Instrument zu lernen, heißt es noch lange nicht, dass wir am Ende virtuos sind. Wir fangen erstmal an in Schritten. Und in diesen Schritten, diese ersten Schritte sind, dass sich selbst zu hinterfragen, in dem, was ich tue, in dem, was ich jeden Augenblick tue, was ich jeden Tag tue. Oder wenn ich zum Beispiel mich über Menschen ärgere, zu überlegen, was ist denn mit mir? Nicht, was ist mit der Person, über die ich mich ärgere? Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Was ist mit mir? Was hat mich heute so getriggert oder verletzt? Oder was ist der Grund, dass ich mich ärgere? Denn Ärger, Wut, das sind alles Gefühle, die nicht dazu beitragen, dass man in die Liebe kommt. Und die Liebe ist das Entscheidende. Das heißt, ich muss lernen, alles zu transformieren. Ich muss mit mir arbeiten. Und das beginnt jeden Tag bei Kleinigkeiten. Also selbst wenn wir ins Auto steigen und wir regen uns über jemand anders auf im Autoverkehr. Warum regst du dich denn jetzt auf? Warum musst du denn jetzt hupen? Lass doch den oder lass doch die vor. Mach die Sekunde was, wo du mal auf die Bremse gehst. In Kleinigkeiten fange ich an, das Instrument der Liebe richtig zu lernen und mein Bewusstsein zu erhöhen. Mit allem. Kann ich denn nicht an der Kasse mal jemand vorlassen? Ist das so ein Problem, wenn ich eine Minute warten muss? Ich sehe doch, dass die Dame vielleicht nur zwei kleine Sachen hat. Ja, also ich kann im Alltag, oder warum ärgere ich mich über Vorgesetzte, wo ich sage, der sieht mich überhaupt nicht. Ist es wichtig, dass der mich sieht? Na gut, aber du sprichst aus einer Ebene von jemandem, der die Erfahrung gemacht hat. Ja. Eines höheren Bewusstseins, ja.
wenn du noch drinsteckst in dieser Identifikation mit dem Körper, das heißt, ich bin ein Körper, ich könnte mich verletzen, ich könnte sterben, dann ist das schwierig. Dann bist du ja automatisch in diesem Leid gefangen, in diesem, oh, ich könnte angegriffen werden, ich könnte das Opfer werden. Aber wie, also nochmal wie bei dem Instrument, mit jedem kleinen Schritt, mit jedem Erfolg, lernst du es mehr. Und du merkst mehr, oh, ich kann ja was erschaffen, ich kann ja was verändern. Ich bin ja gar nicht gebunden. Und dann wirst du immer virtuoser. Irgendwann, wenn Leute zu dir schauen und sagen, wow, du bist so selbstbewusst, du bist so frei. Wie kommt es? Nein, es wird ja keiner in einem Augenblick so sein, sondern man lernt es, indem man sich permanent hinterfragt und sich selber hinterfragt. Und die Projektion auf sich selber hat und nicht auf andere. Und zu verstehen, das, worum es am Ende geht, um es mit einem Wort auszudrücken, ist die Liebe. Weil alles ist Liebe. Und das ist das, was ich erreichen muss oder was wir Menschen erreichen sollten in unserem Leben, ist Liebe. Und nicht negative Gefühle, egal in welcher Art, zulassen oder begründen und zu sagen, ja, Mensch, da habe ich doch gar keine Schuld, es sind doch andere. Das ist der völlig falsche Weg. Also wirklich an mir arbeiten. Und das ist schwer. Weil es geht um mich, es geht nicht um jemand anders. Ich kann es auf keinen anderen schieben. Ja, ich würde es gerne. Ich würde gerne sagen, komm, aber ist er da oder da? Nein, es geht nur um mich. Und das muss man auch aushalten können. Aushalten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was heißt denn für dich aushalten? Nehmen wir das Beispiel wieder die Beziehung. Ganz viele Menschen sind in der Beziehung, obwohl sie wissen, dass die Beziehung sie nicht erfüllt. Aber sie machen einen Kompromiss, weil sie haben Angst. Angst ist sowieso einer der schlimmsten Motoren. Angst vor der Einsamkeit. Angst vorm Alleinsein. Wer möchte schon in der Weihnachtszeit alleine vom Weihnachtsbaum sitzen? Nee, dann bleibe ich lieber mit dem Partner oder der Partnerin. So. Und im Prinzip nicht, weil der Partner, die Partnerin die richtige ist. Das weiß ich schon, dass es nicht die richtige ist. Aber meine Angst verhindert es, dass ich mir einen neuen Raum schaffe. Ich könnte ja rausgehen. Ich kann ja sagen, ich gehe mal irgendwo in. Aber man muss einen kleinen Tod sterben. Man muss über eine bestimmte Schwelle hinweg. Nämlich ja, gut, über sich selbst. Also, das erinnert mich an ein Zitat, kann ich da bringen, von Albert Einstein. Wir kennen ja alle dieses Bild mit den Haaren und mit der Zunge raus. Und da hat ihn ein Journalist gefragt, Einstein, was ist für Sie eigentlich verrückt? Sind Sie verrückt? Und da hat er gesagt, für mich, ich kann Ihnen genau sagen, wer für mich verrückt ist. Verrückt sind für mich Menschen, die in ihrem Leben Veränderung erwarten, aber nicht bereit sind, irgendwas zu verändern. Ich würde da jetzt gerne, das ist ein gutes Beispiel, und zwar würde ich gerne auf deine Powerballs, die Golden Balls zu sprechen kommen, die du als Essenz mitgebracht hast von dieser, ja, Lebensreise, so nenne ich es jetzt mal, von dieser Erfahrung des Todes. Du kamst ja auch nicht nur einfach so zurück, du warst ja wirklich verwandelt, verändert und hast dadurch auch deine Berufung, deine Lebensaufgabe erkannt. Wenn wir doch so begrenzt denken, ist es ja auch nicht so leicht. Ja, das haben schon viele spirituelle und Bewusstseinslehrer erfahren. Da hast du einen tollen Satz, eine wahre Essenz, eine wahre Perle, über die Menschen über hunderte von Jahren philosophieren, aber sie verstehen es als Konzept, aber sie sind es noch nicht. Ja? Sie haben die Erfahrung selbst eben noch nicht gemacht. Aber du hast ja was kreiert, gemeinsam mit deinen Partnern, so würde ich es jetzt nennen, und zwar diese Kugel. Die geht ja an diesem Bewusstsein hier oben, an dem Denkapparat vorbei und geht ja direkt in die Zelle. Das ist ja das Spannende jetzt. Das heißt, die Zutaten da drin, sind die im Grunde so eine kleine göttliche Unterweisung? Kann man das so sagen, ohne Worte? Es ist eine Hilfestellung. Ich will noch mal ganz kurz auf den Weg dahin zurückgreifen. Als ich zurückgekommen bin, habe ich mich wirklich lange mit der Zeit, mit der Frage herumgeschlagen. Warum bin ich denn eigentlich zurückgekommen? Es ist ja vermutlich das Normalste,
dass man auf der anderen Seite bleibt und nicht zurückkommt. Es kommen ja nur wenige Menschen zurück. Und dann habe ich mir überlegt, was kann das eigentlich sein? Ich bin jetzt nicht der wertvollste, edelste Mutter Teresa dieser Welt. Ich habe auch nicht nur gut Dinge gemacht. Ich bin auch nicht jemand, der jeden Sonntag in die Kirche rennt. Also warum soll der Schöpfer mich zurückschicken? Ich dachte, ich verstehe das nicht. Ich wüsste nicht, warum. Und dann sind Menschen in mein Leben getreten, wo ich verstanden habe, dass das kein Zufall ist. Da war ein Zellbiologe, ein begnadeter Zellbiologe, der genau weiß unter dem Zellmikroskop, was Zellen brauchen. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, was heute angeboten wird auf dem Markt. Du kannst heute rechts und links schauen. Der hat dieses Präparat, der hat jenes Präparat, aber das wird gar nicht unter den Zellen getestet, sondern es wird aus irgendwelchen Trockenstudien abgeschrieben. Da gibt's eine Studie mal, Vitamin so und so, mach das, am besten du nimmst so und so viel. Und das hast du dann bei allen. Ist wieder wie gehört und gehört und gehört, genau, wie gehört, wir es vorhin gehört, gesagt gehört, haben, gehört, nur gehört, auf einer anderen Ebene. Genau. Mhm. Und ich sehe das ja fast jeden Tag, wenn ich mit Leuten spreche. Ja, ich habe noch das im Schrank, dann habe ich das Nahrungsergänzungsmittel, dies und jenes, da. Und ich sage dann immer, wissen Sie eigentlich, was Ihre Zellen wirklich brauchen? Wie viel davon? Ja, nö. Genau, das wissen die auch nicht, die es herstellen. Die haben nämlich nicht unter einem Zellmikroskop ihr Leben geforscht. Das ist das eine, zu wissen, was die Zellen brauchen. Das andere war, es musste umgesetzt werden mit Pflanzenkraft. Und in dem Moment kommt ein ganz, ganz guter Freund zu mir, ein ayurvedischer Heiler aus Kerala, aus Indien, das ist die Hochburg des Ayurvedas, mit einem tibetischen Hintergrund, weil sein Vater Tibeter ist. Und ich erzähle ihm das, sage ich, da habe ich einen Zellbiologen, der braucht die Pflanzenkraft. Oder sagt er ganz locker, ja, das verstehe ich, das sind ja die Pflanzen, die wir haben. Und dann habe ich gemerkt, jetzt wird ein Schuh draus. Das alles war von oben gesteuert. Und da waren Pflanzen, also eine zum Beispiel, Brahmi. Brahmi heißt Schöpfung des Universums übersetzt. Und das ist die Geistespflanze des Ayurvedas. Wenn wir die buddhistischen Mönche uns anschauen und dann müssen die ganzen Schriftrollen auswendig lernen, dann denken wir immer, wow, wissen wir das noch, wie es in der Schule war? Wenn der eine Seite Gedicht auswendig lernen muss, da hast du schon einen halben Tag gebraucht und die können hier ganze Schriftrollen auswendig lernen. Wow, wie sind die eigentlich drauf? Und dann denkt man ja, die meditieren. Nee, durchs Meditieren können sie die Schriftrollen nicht auswendig lernen, aber die waren clever. Die haben Brahmi in der Tasche gehabt, die Pflanze. Weil Brahmi die Konzentration extrem erhöht und die Hirnaktivität extrem anregt. Die Sauerstoffversorgung im Gehirn wird um 20% gesteigert und die Durchblutung. Ich nehme noch einen. Ja. Ja, aber weißt du, das ist genau das. Aber während du gerade redest, komme ich so in Trance und fall da auch rein und kann total fühlen, was es ist. Du siehst so aus, wie du aussiehst, weil du die Dinger futterst von früh bis ganz spät. Ganz genau. Und sind sogar braun wie du. Und wenn man überlegt... Du wirst zu deinem Produkt, das ist deine Erleuchtungsreise. Dann haben wir den Butterbauch, ja. Die Kugel. Ja, aber genau das ist es, diese glucksige Freude eines Buddhas. Ja, und ich habe ja dann sehr viel mit dem ayurvedischen Heiler darüber gesprochen, weil sein Vater eben Tibeter war. Und also wenn man jetzt überlegt, die Tibeter oder der erste tibetische König, Son Tsingtampo, es war nicht der erste, Entschuldigung, muss revidieren, es war ein tibetischer König, ich weiß nicht, ob es der erste war, aber es war einer, der ist ja, als er nach Nepal ist, in eine ganz unwirkliche Gegend mit seinem Volk gezogen. Das heißt, du hast ja die schlimmsten Wettervoraussetzungen da. Da hast du keinen italienischen Sommer, sondern da hast du eiskalte Winter, Stürme und ganz, ganz viele Menschen sind gestorben. Und dann hat er zu seinen Mönchen gesagt, bitte zieht aus und sucht in dieser unwirklichen Region hier nach Pflanzen, die unser Volk retten, sonst sterben wir. Dann sind die Mönche ausgezogen und haben im gesamten Himalaya nach Pflanzen gesucht. Und jeder Mönch kam mit anderen Pflanzen. Und er sagt, die ist die und die. Und dann kam ein Mönch ohne Pflanze. Also der eine kam mit Zwerghirse, der andere mit Biomarker. Der eine kam mit Ashwagandha, der eine kam mit Brahmi. Also alles, was hier drin? Ein Großteil. Und ein Mönch kam ohne etwas. Und dann hat Son Tsingtampo zu ihm gesagt, ja, du hast überhaupt gar keine Pflanze. Er sagte, nee, du hast doch alles. Alles, was du hier hast, muss nur ganz niedrig, und das ist die wichtige Betonung,
dosiert wird. Und dann wird sich das Positive einer jeden Pflanze mit der anderen sozusagen steigern, optimieren. Du hast alles, um das Volk zu retten. Und daraus ist die tibetische Niedrigdosierung entstanden. Und auch die ist ein großer Bestandteil der tibetischen Medizin, also TTM. Die meisten Menschen kennen nur TCM, also die traditionelle chinesische Medizin. Aber es gibt auch die traditionelle tibetische Medizin, TTM. Und die basiert darauf ganz, ganz wenig und es potenziert sich. Das ist es, genau. Diese Potenz ist es. Und viele sagen, ja, wie viel Gramm muss ich denn da zu mir nehmen? Je weniger, also in der Potenz der Pflanzen. Und wenn ich jeden Morgen von diesen Pflanzenkugeln 3 nehme, als Beispiel, dann merke ich, dass ich eine ganz andere Klarheit habe. Ich habe ein ganz anderes Bewusstsein. Und es entwickelt sich immer mehr, weil es nicht nur die Zellen entgiften und die Zellen versorgt werden, sondern eben auch meine Wahrnehmung gesteigert wird. Und insofern sind diese Pflanzenkugeln auch ein Vehikel, um mich in meinem Bewusstsein zu erhöhen, um mir aber auch Ängste zu nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass auch Ängste abgebaut werden und ich leichter neue Räume erschaffen kann. Also ich habe das Gefühl, ich habe sie jetzt auch eine Weile schon genommen, auch immer wieder mit Pausen. Aber ich hatte noch eine Packung im Auto, die war schon vertrocknet und abgelaufen. Das muss ich jetzt echt zugeben, aber das war so. Da dachte ich auch, weißt du, ich nehme die jetzt trotzdem, ja, so. Und die waren wie beim ersten Tag. Also ich hatte da nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Ablaufdatum drin ist oder so. Aber ich hatte das Gefühl, sie waren stärker. Also als die frischen, das war interessant. Die waren strenger ein bisschen, aber ich habe gemerkt, überhaupt keinen Hunger mehr, wenn ich die zu mir nehme, wenn ich nur 2 Kugeln nehme. Und ich habe mir die Frage gestellt, lässt jetzt mich das Thema los oder lasse ich das Thema dank der Kugeln los? Und man merkt, wie man selbst leichter wird und es lässt dich einfach los und dann drehst du dich nur um und sagst, wie, das Problem hatte ich? Welches Problem? Also dieses Gefühl setzt dann ein. Ganz genau. In ganz kleinen Dosen. Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es mich auf jeder Ebene anders abholt. Kann man sagen, dass es ein Gefährt für den Aufstieg ist? Absolut. Und auch für die Veränderung. Wir haben übrigens ganz, ganz viele Rückmeldungen auch von Menschen, die gesagt haben, nachdem sie Föhn nehmen, also eine Zeit lang, es ist ja nicht so, dass es von jetzt auf gleich ist, es ist ja auch ein Prozess, habe ich auf einmal zum ersten Mal die Kraft gehabt, meine Arbeit zu verändern. Zu sagen, ich kündige hier und ich mache was Neues, das, was ich schon immer wollte. Oder ich habe in der Beziehung gewechselt. Das kommt nicht von ungefähr. Das passiert aber dann von spielerisch leicht. Spielerisch leicht vorher hat man nur drüber nachgedacht. Das hat so eine Schwere. Ich denke drüber nach, ich müsste eigentlich kündigen, ich müsste eigentlich eine neue Arbeit machen. Und auf einmal hat das so eine Leichtigkeit, weil es mir die Angst nimmt. Weil wir aus dem Verstand raus sind. Ja. Also die gehen ja in die Zelle. Können wir sagen, dass unser Zellgedächtnis eigentlich verbunden, dass eigentlich die Zelle selbst uns verbunden hält mit der Schöpferenergie? Absolut. Und wir müssen wissen, dass wir Zelle sind. Das haben ja viele noch nicht verstanden, weil man schaut auf den Arm, auf die Hände, auf die Füße, aufs Gesicht, auf den Körper und denkt, das ist die Form. Das ist nur das Äußerliche. Das ist überhaupt, hat überhaupt gar keine Bedeutung. Wichtig ist, sind unsere Zellen. Wir bestehen aus rund 100 Billionen Zellen. Und diese Zellen haben nur eine einzige Aufgabe, uns, also im Hier und Jetzt, am Leben zu erhalten und uns auch zu begleiten, dann in dem weiteren Fluss, in dem weiteren Ablauf unseres Lebens. Und insofern wäre es für uns wichtig zu verstehen, wenn wir zum Beispiel Nahrung zu uns nehmen, dass es nicht darum geht, zu essen für den Bauch, sondern es geht darum, unsere Zellen zu nähren. Unsere Zellen sind das, worauf es ankommt. Das ist unser treuester Gefährte und das ist auch das Wissen in den Zellen. Nehmen wir nur ein Beispiel. Wir wissen heute, dass wir in der Bauchregion mehr Zellen haben und auch Nervenzellen als im Gehirn. Früher haben die Männer immer gelacht und haben sich über Frauen lustig gemacht, dass Mensch, die argumentiert ja aus dem Bauch raus. Die hatte wesentlich mehr Wissen als der Mann, der aus dem Kopf heraus argumentiert hat. Ja, also nehmen wir ein Beispiel. Der Mann wollte ein Auto kaufen und er sagt, Mensch, toll, wenig Kilometer, Erstbesitzer und niedriger Preis, das kaufe ich. Und die Frau hat aus dem Bauch heraus eine Warnung gehabt. Nee, ich fühle mich nicht wohl dabei.
die hat das Wissen gehabt. Die hat Dinge wahrgenommen, die er aus dem Kopf gar nicht wahrgenommen hat. Die hat gesehen, dass der Verkäufer vielleicht irgendwie keine Ausstrahlung hat, die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit vermittelt. Und sie hatte recht. Im Nachhinein hat sich der Wagen als Fehlkauf herausgestellt. War vielleicht ein Unfallwagen oder. Das heißt, wir müssen verstehen, dass unsere Zellen, unser Zellgedächtnis auch, die Zellen speichern ja auch alles ab. Wir haben ja ein Zellgedächtnis. Ja. Dann lässt die Zelle die Erinnerung los. Ja, genau. Die Zelle selbst lässt unser, im Gesamtkunstwerk denken wir es unsere Erinnerung, aber sie lässt, sie bringt uns aufgrund der Rückverbindung mit der göttlichen Kraft der Pflanze aus dieser speziellen Schwingungsebene, dieser Region, ins Jetzt und Hier. Genau. Und dadurch in das Wissen um alles, was ist. Genau. Und die Zelle wiederum muss ja auch genährt werden. Die braucht ja auch Nahrung. Und die braucht Pflanzenkraft. Und die richtige Pflanzenkraft in der richtigen Dosierung. Und das ist da drin. Und das war das, was ich am Anfang nie verstanden habe. Was hat es eigentlich mit diesen Pflanzenkugeln auf sich? Was ist eigentlich, was ist der Sinn und Zweck? Heute habe ich verstanden, dass es für uns eine Möglichkeit ist, uns einen neuen Raum zu erschaffen, neue Räume zu erschaffen, in die Liebe zu gehen und dass es für uns auch möglich ist, im Bewusstsein aufzusteigen. Ja, sie wirken so, wie sie wirken bei dem Menschen, wo er gerade ist. Ja, genau. Mhm. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass die so eine Art tödlichen Frieden, tödlich im Sinne, wenn man das Wort jetzt tot mal verändern, transformatorischen Frieden, also den Tod als einen Zustand benennen, der in die Zeitlosigkeit fällt, also der ein eigener Raum ist, der des Friedens, aber der wahren Schöpferebene, wo Neues entstehen darf. Mhm. Und es ist ja eigentlich immer nur Schöpfung, immer neu. Dass diese Pflanzen im Grunde nicht die Angst vor dem Tod nehmen, sondern ihn als nicht wirklich erklären, also als Illusion erklären und uns immer so ein bisschen in den Moment sterben lassen und ihn nicht identifiziert zu sein mit dem Moment. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Und wir können gerade bei diesen ayurvedischen Heilpflanzen noch etwas feststellen. In dieser kargen Umgebung, wo die wachsen, ist es so, die waren ja Wind und Wetter selber ausgesetzt. Die waren Fraß und Bakterien ausgesetzt. Und sie haben es über Millionen von Jahren geschafft, sich selber so zu schützen, dass sie überleben konnten. Sie waren selber in der Transformation. Eine Pflanze ist ja anders als wir Menschen oder ein Tier. Eine Pflanze kann nicht weglaufen. Die kann auch vor Feind nicht weglaufen, sondern sie hat nur eine Chance, sie muss sich richtig transformieren. Und diese Kraft, die da dazu gehört und die da drin steckt, das sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe etc. pp. Das ist das, was uns auf Zellebene richtig stärken kann. Im Grunde eine kleine Bewusstseinskapsel, eine Raumkapsel, die uns, je nachdem, wie bereit wir sind, wie sehr wir das wollen, also wo wir sagen, wir erlauben, dass es geschehen darf durch uns, mit uns. Ganz genau. Das, dann holt's uns ab. Ganz genau. Das ist auch so ein gutes Blaupapier dafür, wo ich stehe. Also wenn ich zum Beispiel Föhn nehme, wenn ich jetzt die Pflanzenkugeln nehme und ich beobachte mich, dann weiß ich auch, wo ich stehe. Das heißt, es gibt auch Leute, ich habe das bei Vorträgen manchmal, dass ich zu den Leuten sage, bitte nehmen Sie kein Föhn. Dann sagen die ja, warum? Ich kaufe Ihnen da gerne eine Packung ab. Sag ich, nein, machen Sie was anderes damit. Sie sind noch so weit davon entfernt. Bei Ihnen sind noch so viele Widerstände in Ihrem Leben. Das ist was für Leute, die in die Veränderung wollen. Menschen, die wirklich ein glückliches, erfülltes Leben wollen. Die sagen, ich möchte es nicht damit belassen, mich zu beklagen oder mich in meiner Opferrolle wiederzufinden, sondern ich möchte mein Leben gestalten. Ich möchte Räume gestalten. Ich möchte angstfrei sein. Ich möchte frei sein. Ich möchte leichter werden. Ich möchte leichter werden. Ich möchte aufsteigen. Für die ist Föhn richtig. Für Leute, die da an dem Punkt nicht sind, sage ich, macht's lieber was anderes. Also ich habe festgestellt, dass es, wenn du mit bestimmten Frequenzen zu tun hast und dann schon dich damit verbindest, es kommt ja nicht zufällig, wenn du jetzt so ein Gespräch hier siehst und darauf stößt und sagst, es interessiert mich, bist du ja schon in dieser Frequenz,
dass komischerweise auch diese Einnahme der Pflanzenextrakte über diese Powerballs oder Golden Balls, du isst keine tierischen Produkte mehr. Also du veränderst komplett von ganz alleine, ohne dass du jetzt sagst, ich habe eine Überzeugung. Es lässt dich los, was dir nicht mehr zuträglich ist. Kann man das so sagen? Also schlechte Gewohnheiten, Süchte, alles, was so dazugehört, das geht. Absolut. Also wir haben, das haben wir auch in unseren Rückmeldungen, dass uns Leute ganz entsetzt anrufen und sagen sie, was ist eigentlich in diesen Föhn, Golden Balls, Kugeln drin? Ich bin leidenschaftlicher Steakesser und seitdem ich dieses Föhn nehme, mir schmeckt kein Fleisch mehr. Ich habe immer mein Leben lang das genossen, jetzt will ich es nicht mehr. Andere haben mich angerufen und gesagt, sie trinken keinen Alkohol mehr. Was ist denn da los? Weil die Zellen signalisieren, wir wollen es nicht mehr, wir brauchen es nicht mehr. Ja, lass los. Und dadurch geht die Erinnerung raus. Und dann geht die Erinnerung raus und kann gelöscht werden. Und dann öffne ich diesen neuen Raum. Und er schafft mir einen neuen Raum ohne Fleisch oder ohne Alkohol. Das kann man nie vorher festlegen. Ich kann jetzt jemand sagen, nimm bitte Föhn und dann wirst du kein Fleisch mehr essen. Aber wir sehen, dass das passiert. Die Veränderung ist mannigfaltig. Also ich habe gerade eine Erkenntnis über dich als die Kugel, die Magic-Kugel. Vielleicht warst du ja sogar in einem anderen Leben genau dieser Mönch, der ohne Pflanze zurückkam und gesagt hat, ich komme eines Tages wieder. Und dann bringe ich euch alles mit, und zwar in nur einer Kugel. Und ich bin jetzt der, der sagt, du hast doch alles. Du musst nur so machen, Microdosing. Ja? Ich finde, das passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Das ist mein Bild von dir seit diesem Gespräch. Jetzt, ab jetzt. Sehr schönes Bild. Danke dir. Ja, deswegen bist du zurückgekommen. Ja. Du hast ein bisschen länger in Tibet gesucht. Ja, tatsächlich. Und es hat gedauert, bis ich begriffen habe, warum. Es war nicht gleich, die Lösung war nicht gleich da. Also für mich hast du, wir haben uns ja jetzt schon öfters getroffen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an den Balls liegt oder an dir, es ist die Mischung. Und auch an mir, dass ich es empfangen kann. Aber hier ist spürbar, fühlbar, etwas dank dir, durch die Balls, mit uns allen längst geschehen. Danke dafür. Gerne. Danke. Ja, was soll ich dazu sagen? It's magic. Und wenn ihr das genauso empfindet, vielleicht können wir uns auf dem Welt im Wandel Kongress in diesem Jahr einfach mal persönlich treffen, in den Arm nehmen und das Leben feiern. Und vor allem unser Potenzial freilegen. Alles, alles Gute. Tschüss und bis dahin.